Das sieht gut aus. Ich glaube, du hast das nächste Fragment gefunden. Ja. Ach, das hat Granatwerfer-Modus. Stell dir das mal vor, ich. Ich habe Born das verrückte Alien-Ding gezeigt und der tickt total aus. Meinte, ich soll es verstecken. Wenn kann ich man das ja mehr oder weniger verkaufe, futtert der ganze Clan monatelang Vakit-Kaviar. Und jetzt bin ich bei allen das Arschloch und muss ihnen sagen, dass wir nicht verkaufen. So, das nächste habe ich auch schon. Chef. Er weiß nicht, was gut ist für den Clan. Erinnerungsfragment 4. Los geht's, ich. Nach der Mission dieser musst du, glaube ich, auch mal wieder ein Zwischensave machen, oder? Ja, 15 Minuten noch. Wir sind bestimmt der letzte Clan auf Pandora, okay, der sich noch nicht mit den KDK zusammengetan hat. Die Sonnenklopper brauchen einen neuen Anführer. Du weißt, von wem ich spreche, ich. Von mir. Alle Erinnerungen? Mann, ich kann es kaum erwarten, sie zu hören. Weg und ich sind wo ist jetzt das angeschossene Ding hin? Ja, ich bin tot. Das war nicht geplant. Oh Gott, was komme ich denn außerhalb? Kann ich mich wieder einsetzen? Ich würde die Munition haben. Oh, von hinten. Ja. Ich hab dich gefressen. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Ich bin relativ weit weggespawnt. Gott. Oh, ich bin auf dem Weg. Hüpf. Ah, hier vorne war ja Verkaufsautomat. Da kann ich erstmal was verkaufen. Das ist gut. Das ist sehr gut, da kann ich das Ding verkaufen. Das Ding und das Ding. Bin gleich bei dir. Kommst du nur noch. Durchs Gebäude. So. Das ist was für ein Sniper. Nächste. Jawohl. Also die Sniper gefallen mir noch besser als den Teil davor. Ich fand den Teil davor schon cool. Also welche Pulse du ziehst. Schlappschwänze! Genau das habe ich gebraucht! Das ist irgendwas Pistolisches. Das könnte man mal als. Na ja, gut, nee, das lohnt sich nicht als Sekundärwaffe. Ich bin gleich wieder Level ab. Ja, das geht relativ fix. Ich bin auch gleich Level 7. Level 8. Ja, Level 7. So, Vic ist irgendwo hier. Ah, hier ist Vic. Vic, das ist nicht real. Komm mit mir. Nein, kann nicht weg. Er dreht mir wieder die Arme ab. Oh, das tut so weh. Aber sie wachsen wieder. Ich versteh's nicht. Das war bestimmt schon 50 Mal so. Natürlich. Von einer Gefangenen. Ich glaube, hier kommt gerade irgendwas. Dann leg mal los! Oh Gott. Oh, meine Munition ist alle. Ausquetscher. Ich habe noch 25 Schuss. Ja, ich habe auch nicht viel. Also ich kann im Notfall nochmal Waffentyp wechseln. Leider. Ich habe gar keine Munition mehr. Ihr müsst doch, ja gut, dann nimmst du halt das Ding erstmal. So, das ist ausquetscht, das Ding hat gleich schon mal kein Schild mehr.
Wow, irgendwas hat mich gerade von der Seite massiv gehittet. Ah gut, Fanatiker mit Schrotflinte. Ja, ich muss auch Waffentyp wechseln, ich bin mehr oder weniger auch out of Moves gerade. Ja, gut, was da? Aber was zur Hölle ist los? Ich kapier's einfach nicht. Sniper. Du bist an einem unmöglichen Ort, wo die Zeit falsch ist und du nicht sterben kannst. Das ist total abgedreht. Stimmt, kann ich mal durch. Nicht. Du musst mich hier rausbringen. Ja, wir bringen dich doch raus. Aber jetzt in welcher... Achso, die rennen jetzt da runter. Okay. Das sollten wir vielleicht hinterher rennen, oder? Ja. Ja, die rennen doch jetzt sicherlich da runter. Ah, Munition. Ah, die gibt's in halber Automatik, das ist ja cool. Das ist ja cool. Oh, ich merke, dass mein Computer, mein provisorischer Computerstuhl, ich muss mir den mal hochstellen. Der ist echt nicht für langes Zocken geeignet. Da tut einem irgendwann echt der Arsch weh oder Rücken. Das ist nervig. Ich muss mal sehen, die nächste größere Investition, die ich mache, wird ein Gamingstuhl. Sowieso. Ist die jetzt hier runtergeraten? Ja gut, ich habe auch nur so einen 100 Euro Bürostuhl. Und der gar nicht, ja. Ich gar nicht mitbekommen, ist die jetzt hier runtergerannt? Ich glaube schon. Ja, garantiert zu der Markierung dahinter. Ich hoffe mal. Ja, da läuft's. Ah, sehr gut. Verlassen wir die Simulation, ja, dann verlassen wir die Simulation wieder. Die Waffe, die ich jetzt habe, ist cool. Das Visier auch. Das ist irgendwie so ein Laserstrahl, der nach vorne aufs Korn gerichtet ist. Mhm. Also da haben sie sich echt vom Design her mega viel Mühe gegeben, ja, der Vielfalt reinzubringen. So, da ist er. Was für ein irrer Albtraum. Danke, dass du mich da rausgeholt hast. Weg! Du lebst! Ich meine, im Prinzip. Er redet mit mir. Hey, Vaughn. Ich weiß, ich bin ein Idiot. Die KDK sind total kaputt. Guck mal hier hoch, hier oben lässt sich vielleicht das finden. Und was machen die? Sie töten und foltern uns. In der Reihenfolge. Nee, doch nicht. Ich werde jetzt wohl ziemlich brutal zu dir sein müssen, Vic. Das werden mindestens 100 Entschuldigungsliegestütze. Wenn du fertig bist, komm zu mir. Wir haben einen neuen Clan. Es leben die Crimson Raiders. Crimson Raiders? Ja, damit kann ich leben. Hey, solange du die Liegestützen machst. Oh, hey. Du hast mein verfluchtes Leben gerettet. Hier. Ich habe mir in dieser endlosen digitalen Hölle diese krasse Kanone geschnappt. Sie gehört dir. Gibt eine Knarre. Das ist peinlich. Oh, komm schon. Ich meine, ich wollte immer mehr Zeit für mich, ja? Das ist perfekt. Ich kann mit meiner Lieblingsperson abhängen. Hier ist das Inventar bekommen, ja. Ja. Ich meine, bist du Schaden, oder 13 mal 3. Ach, ich habe auch einen Sniper direkt bekommen. Ich bin begeistert. Test dich gleich mal aus. Und ich bin im Moment ca. 80% Geist. Nee, das ist ein Sniper. Muss ich dich etwa füttern oder sowas? Ah, das hat zwei Visiere. Was auch immer dieses Normal und mit Korrosion. Ach, Schock und Korrosion, das kann wechseln. Ich habe nicht mal mehr einen Magen-Darm-Trakt. Aber ich kann schmecken. Schütt mir doch ein wenig Soße hier rein. Wir müssen zu Lilith. Die labert hier nur irgendwelchen Müll. Ja, aber vielleicht war es doch nicht so übel, für eine simulierte Ewigkeit voller unaussprechlicher Schrecken an ein Foltergerät angeschlossen zu sein. Ja, gib mir fünf! Jawohl, du bist am Boss. Ich muss aber als Abkürzung fahren. Ich glaube, es sind auch ein bisschen die Weg. Ja, das ist gut aus. Einmal durch die Gegend rauschen. Ja, wie gesagt, was mir sehr gut gefällt, sind wirklich die Effekte. Also ich finde die vom Effekten her echt schön gemacht. Mhm. Das wirkt richtig gut. Ja, und die Detail, also die Land...
Landschaft ist ja auch wie immer. Ich glaube, 2,5 Jahre haben es jetzt am. Was für heutige Verhältnisse schon fast viel ist. Naja. Ja, gut. Nee, zumal er ja meistens auch ein x-köpfiges Team dahinter. Weiß nicht, worauf ich auch schon warte, ist, ob das ein neuer Siedler, was ja dieses Jahr kommen soll. Was? Ja, dieses Jahr wird generell strategiespieltechnisch cool. Soll doch irgendwie ein neues Age of Empires kommen irgendwann? Ja. Die Siedler kommt raus, dann kommt CNC Remastered raus. Und weißt du, was mit dem neuen Age of Empires, wenn das das war, glaube ich. War das Age of Empires? Ja, also sollst du jetzt auch so ein dreidimensionales Schlachtfeld haben, wo du auch Vorteile hast, wenn du zum Beispiel deine Bogenschützen oder sowas auf dem Hügel positionierst. Ja, ja, das hat sie gelesen gehabt, ne? Das ist ja schon so bei der Total War-Reihe zum Beispiel. Da hätte ich auch mal der Bock zu spielen. Die habe ich seit Jahren nicht mehr gespielt, die Total War-Reihe. Na, ich habe den Warhammer habe ich. Ja gut, das ist der Teil, der mich immer am wenigsten gereizt hat, muss ich ehrlich sagen. Oder was man gucken könnte, ich weiß nicht, wie teuer jetzt das letzte ist, dagegen war es nur in Asien. Das hat in Asien gespielt. Okay. Ich weiß nicht, so, aber jetzt gucken wir erstmal hoch hier zu Lilith. Lilith, wir sind wieder da. Viele von uns auf Pandora. Jetzt sind so, wir Quatsch, Kopf hier in seiner Unterhose. Verteilt. Da ist der Kammerjäger. Der ist mir suspekt. Aber ich habe einen Skill. Da kann ich jetzt erstmal das. Das machen theoretisch. Ach nee, das gibt's extra dann, okay. Sprich mit Lilith. Das ist noch nicht Zielgenauigkeit. Kammerjäger, hast du wirklich die Karte? Mission erfüllt, Firehawk. Einfach nur Lilith. Ach, ich kann wohl keine Skillpunkte verteilen, währenddessen gelabert wird, habe ich das Gefühl. Wieso stinkst du so nach Arsch und Haut? Tyreen Calypso hat deinen kompletten Clan ermordet, Vaughn. Komplett. Ich kam zu spät. Dieser Fernsehmonitor. Ich habe nie gesagt, dass. Es ist verwirrend, wenn man dich anguckt. Sonnenklopfen meint nicht. Aber warum kann ich gerade meinen Skillpunkt nicht verteilen? Soll sie sie haben. Blutfäde! Ich wusste, dass die Kinder der Kammer gefährlich sind. Ein Tutorial. Aber es ist schlimmer, als ich dachte. Zumindest hast du die Karte. Ich hätte nicht gedacht, das Ding noch einmal zu sehen. Das ist nicht nur eine Karte. Damit haben wir die anderen Kammern auf Pandora geöffnet. Jede Kammer braucht einen Schlüssel. Werfen wir einen Blick drauf. Ist eine Weile her. Ach, hier ist der Kammerschlüssel. Den das kennen Ding wir noch. Das Ding ist nicht geladen. Ich mach das. Den Kammerschlüssel kennen wir doch noch. Verdammt. Bist du noch da? Du bist so leise. Irgendwas stimmt nicht. Hallo? Ich sollte es eigentlich laden können. Wir brauchen Hilfe. Ja, es gibt nur eine Person auf diesem Planeten, die weiß, okay, wie diese iridianische Technik funktioniert. Patricia Tennis. Sie hat eine Ausgrabungsstätte auf der anderen Seite des Tals. Bring die Karte zu Gute ihr. Gute Tennis wieder. Ja, ich die ist aber auch immer ein bisschen exzentrisch. Ich muss mich erst um ein paar Dinge für unser Schiff kümmern. Willst du eine Nebenquest machen? Ach, das ist auch so eine Statue. Vaughn, weißt du irgendwas über diese KDK-Statuen? Ah, die Kinder der Kammer lassen diese scheiß KDK-Statuen überall zurück. Müsste auch die Mission dann auch auswählen. Wir zeigen es diesen Möchtegern-Göttern und stellen unsere eigenen Götzen her. Nach meinem Vorbild. Vom kantigen Kinn bis hin zu den legendären Waden. Finde zuerst alle meine Steckbriefe. PS, ich bin sehr begehrt. Wenn wir das sehen wollen, nicht. Müssen wir den 3D-Scanner mit den Bildern von mir füttern. Dann können wir die Statuen drucken, die aussehen wie ich. Das wird den Kalypsos gewaltig gegen den Strich gehen. So, was hast du jetzt? Ich habe mich vom Hyperion-Buchhalter zum Banditen-Kriegslord hochgearbeitet, nur um wieder Befehle zu befolgen. Als ich dem beschissenen Kult nicht beitreten wollte, hat Tyreen Calypso eine Prämie auf meinen knackigen Arsch ausgesetzt. Und auf den Rest von mir. Aber ich lebe noch, Baby! Wolltest du jetzt zu Fuß losrennen? Ich war da bei der Toilette. Ach so, erstmal Toilettenpause. Hey, Superfan! Sicher, dass du im richtigen Team bist? Ich meine, schon klar, wir wollten alle Kammerjäger werden, als wir klein waren. Aber an Handsome Jack kommt halt auch keiner als Bösewicht dann ran. Also kannst du mir sagen, was du willst? Und ja, ich glaube, ich habe was falsch. Was ich oh, ja. Ich demonstriere. Hey du, semmel dir dein Lieblingsbein ab. Für Tyreen! Ja! Doch nicht wahr!
sich beide abgeschnitten. Oh, jetzt versucht er, auf den Stümpfen zu stehen. Sekunde. Gott, oh Gott, oh Gott. Die schmecken einfach besser, wenn sie Angst haben. Wo war ich? Ach ja, meine Anhänger würden für mich sterben. Und wenn du dran bist, lass ich es dich wissen. Und jetzt lauf, Superfan. Oh, hier ist eine geile Sniper-Position hier oben. Ich muss mal kurz meine Sniper ausrüsten. Mit der anderen mal tauschen. Ich glaube, das sind noch keine Gegner. Ach so. Schade. Ja, stimmt, das ist noch irgendwie Missionsgebiet. Ich komme aber bestimmt noch Gegner. Person, die meine Ach, hier ist Tarnis, ihre Ausgrabungsstätte. Ja, gut. Kann ich helfen? Bist du Tarnis? Das bin ich. Du musst Liliths neuer Kammerjäger sein. Und du hast die Karte. Ich schätze, Glückwünsche sind angebracht. Das reicht. Nun, lass mich mal sehen. Ach, jetzt bin ich wieder hier so schüssel. Warte draußen, während ich dieses unvorstellbar komplizierte und unbezahlbare Alien-Artefakt untersuche und stehe einfach, was nicht festgenagelt ist. Plündere Umgebung, solange du wartest. Das kriegen wir hin. Ich glaube, ich habe mich so gut. Ich brauche von dir Feedback für meine Hypothesen. Bitte verwechsle das nicht mit einer Unterhaltung. Wie ich erwartet hatte, Tyrene Calypso ist eine Sirene. Sie scheint sich von der Lebenskraft anderer zu ernähren und ihr Kult ist offenbar ihre Nahrungsquelle. Vorerst. Die Kammern beherbergen unvorstellbare Macht. Aber der Gedanke, dass die Calypso-Zwillinge sie zuerst erreichen, jagt mir einen Schauer über den Rücken. Also das Grundprinzip eigentlich von jedem Borderlands-Spiel ist gleich. Jagt die Kammer. Okay, müssen wir jetzt runter hier? Nee, wir müssen warten, bis sie fertig ist. Habe ich all meine Anfälle? Vielleicht beides. Aber wir haben auf jeden Fall Gesellschaft. Achtung! Ui, es kommen Gegner. Hey, Superfan, ist die Karte schon repariert? Na, gib sie mir Gegner. Einfach, sehr dann schön. Kannst du Teil der Familie werden. Aber halt, was ist das? Du willst nicht? Okay, du hattest deine Chance. Ist echt ein Jammer. Bis dann, Crimson Verräter. Trivet! Crimson Verräter. Mein Bruder Kabum. Hier wird deinen Tod im Echo-Net übertragen. Also, sag nicht dümmlich Heldenhaftes. Ich will eh was drüber sprechen. Hier sind Zwerge. Wenn du zuhörst, Banditen greifen meine Ausgrabungsstätte an. Das ist nicht der Durchbruch, auf den ich gehofft habe. Ich bin unterwegs. Kammerjäger, lass sie nicht in die Nähe von Tarnis oder der Karte. Ja, das kriegen wir hin, wir halten durch. Gehen wir mal von aus. Ich habe auch schon ganz schön viele Dingsbums hier, Badass Token. Ich muss da mal gucken, wo ich hier einlösen kann. Sie dürfen die Karte nicht kriegen! Du kleines Dreckstück! Ich werde mein Gewissen verlassen! Kämpf weiter, Kammerjäger! Irgendwie ist die Waffe komisch, die ich da gerade teste. Episch. Was habe ich denn hier? Irgendwas Oranges, Episches? Oh. Haben wir eigentlich einen Tag-Nacht-Wechsel oder bilde ich mir das gerade nur ein? Was? Haben wir einen Tag-Nacht-Wechsel oder bilde ich mir das gerade nur ein? Es könnte Tag-Nacht-Wechsel sein. Und es könnte in der Mission einfach so vorgescriptet sein, dass es jetzt dunkel wird, währenddessen wir hier kämpfen. Ja. Mal beobachten. Da ist es doch. Schalten wir den Rest zusammen aus. Verteidige die Karte! Oh yeah! Habt ihr die Reichweite gut sogar? Das Ding ist ja cool. Ich habe so voll die Energiestrahlwaffe. Na, ich, wir müssen wo ich mich schon drauf freue, es gibt ja auch so automatische Raketen, die automatisch anvisieren. Ja gut, das ist natürlich... Da kannst du ja dann richtig abgehen mit den Dingern. Ja. Das ist ein schwer zu zielen mit diesen komischen Strahlen.
Ja, ich glaube, der Giftstrahl ist richtig gut gegen Ansammlung. Da ziehst du einmal durch. Ja. Da ist er doch. Nein, aber ihr seid alle noch hier in meinem Allerheiligsten. Also los. Hast du die Karte zum Laufen gebracht? In Anbetracht meines enormen Intellekts und meiner beschränkten Ressourcen habe ich getan, was ich konnte, Lilith. Sollen wir es versuchen? Na klar, versuchen wir es. Ich denke, das sollte klappen. Einige sind beschädigt. Die können erheblichen Schaden erlitten. Das ist sehr cool. Hypothese? Tyreek Calypso hat versucht, die Karte zu laden, aber ihre Kräfte haben sie nur noch mehr ausgelaugt. Leider erkenne ich nur einen einzigen Planeten. Promethea? Natürlich! Teil von Delion hat die erste Kammer dort gefunden. Ach ja, wir haben ja jetzt andere Planeten. Stimmt ja. Gute Arbeit, Tennis. Auch nach Promethea, richtig? Sieht so aus. Wir müssen vor den Kalypsos bei dieser Kammer sein. Ellie hat an einem Schiff für uns gearbeitet. Ich bringe Tennis und die Karte dorthin. Wir sehen uns an der Startrampe, Kammerjäger. Okay. Uns nimmt wieder keiner mit. Dass ich das verabscheue, Lilith. Was? Uns nimmt wieder keiner mit. Ich will nur, dass meine Eridianer-Expertin sicher ist. Naja, wieso? An der Startrampe? Kennst du noch eine andere Eridianer-Expertin? Ja gut, wir müssen da jetzt selber hingehen. Ja genau, das meine ich ja. Die teleportieren sich, oder? Ja. Natürlich. Da, ich sehe nichts. Ich stehe mitten drin. Es war auch ganz schön hell. So, wo müssen wir da jetzt eigentlich lang? Warte mal. Das liegt hier. Maschinengewehr.